Guten Tag, herzlich willkommen. Heute kann ich Frau Dr. Judith Krautwald zu diesem Gespräch begrüßen. Herzlich willkommen, Judith. Hallo Karin. Ich stelle sie euch ganz kurz vor. Judith Krautwald kommt eigentlich aus Deutschland. Sie lebt aber schon seit 2009 in der Schweiz. Sie ist Ingenieurin für Verfahrenstechnik und hat im Anlagebau als Prozessingenieurin gearbeitet. Vor ein paar Jahren ist sie dann an die Zürcher Fachhochschule für angewandte Wissenschaften gekommen und war dort in der Forschung tätig. Dann hat sie eine Weiterbildung in Didaktik und Hochschuldidaktik gemacht und ist seit Sommer 2019 jetzt als Dozentin tätig. Das so zu Ihrem Hintergrund. Judith, wir kennen uns ja aus dem Birkenbiel-Lehrgang. Jetzt aber noch zu deinem Werdegang. Was hat dich damals dazu bewogen, von der Arbeit in der Forschung dann als Dozentin zu arbeiten? Was waren damals so die Beweggründe, diesen Schritt zu gehen? Der Beweggrund war so ein bisschen indirekt. Ich habe an einer Fachstelle gearbeitet, wo der Fachstellenleiter gerne auch hat, dass wir einen Teil der Lehre mit abdecken. Also wir haben da schon vereinzelt Lektionen übernommen. Und da habe ich immer großen Spaß dran gehabt. Also ich glaube, das ist auch ganz gut immer gelungen. Und irgendwann kam dann mein Chef auf die Idee, mich mal für eine Weiterbildung anzumelden, Hochschuldidaktik. Und so bin ich reingerutscht in das Ganze. Ja. Und dann ist eine Stelle frei geworden. Und das war ganz gut, da ich an der Hochschule schon tätig war, kannte ich die Abläufe und vom Fachlichen passte ich sehr, sehr gut drauf. Und so bin ich in die Didaktik jetzt gerutscht eigentlich. Also reingerutscht, so wie wir im Birkenbiel, bist du da in die genau. Hochschuldidaktik reingerutscht. Ich weiß noch, als du damals bei uns den Lehrgang gemacht hast, da, ich glaube, da war diese Weiterbildung in Hochschuldidaktik gerade kürzlich beendet. Oder war parallel. Parallel? Ja. Sogar. Dann interessiert es mich jetzt, wie hast du da ja diese Weiterbildung und die bei uns, den Lehrgang bei uns, was waren da so die Unterschiede? Ja, die Unterschiede bei euch habe ich gelernt, wie es gehen kann oder wie es geht. Und in der Hochschuldidaktik, ja, habe ich gelernt, wie es gehen sollte, aber wie es praktisch oftmals nicht umgesetzt wird. Also Sie haben viele Sachen, fand ich, von den Hintergründen nicht so verstanden wie jetzt in den Birkenbiel-Lehrgängen. Mhm. Und da habe ich immer so die Theorie und dann so gesehen, ah, es kann auch anders gehen. Das war für mich eigentlich, ich habe ja damals schon gesagt, so eigentlich besser hätte es gar nicht passieren können. Mhm. Ich habe beides parallel gelernt und konnte dann auch immer vergleichen, okay, wo muss ich was wie anpassen, damit es dann besser funktionieren kann. Also das, was ich ja auch oft beobachtet habe, viele erzählen ja auch Dinge, die stimmen. Man weiß ja einiges aus der Gehirnforschung. Da fehlt dann aber oft die praktische Umsetzung. Also ging dir das in dem Fall ähnlich, dass halt die Tools, die man dann ganz konkret einsetzen könnte, dass die dann fehlen? Ja, eher weniger. Die Tools sind schon da, aber es sind halt nur Tools. Also die Leute verstehen oftmals nicht den didaktischen Zweck oder was bezweckt dieses Tool bei den Lernenden. Also so was möchte man damit erreichen? Und dann hat man in der Praxis, das ist so meine Beobachtung, oftmals den Effekt, dass die Leute das Tool anwenden, aber eigentlich nicht verstehen, wie es arbeitet und dann eigentlich nicht richtig anwenden. Also im Setting passt es dann nicht und dann funktioniert es nicht. Also die Hintergründe zum Lernen sind schon auch, das ist mir auch nur schon auch in der Primarschule mit meinen Schülern sehr wichtig, dass sie eben wissen, weshalb machen wir das jetzt so und so. Natürlich lernen sie dort schon auch zuerst die Methoden kennen, aber dann gehen wir auch immer mal wieder auf die Metaebene oder schauen auch, ja, was passiert denn jetzt bei uns im Gehirn? Und je besser sie das verstehen, desto eher hilft eben das dann auch beim Lernen. Beides, finde ich, auch gehört dazu. Wie bist du denn überhaupt auf Birkenbiel-Methoden oder auf Vera auf Birkenbiel gekommen? Das war Zufall. Ich habe über soziale Medien... Ist keine mal... Zufälle, hat Vera immer gesagt. Das fällt okay, dir okay, dann zu. War das geplant. Nein, mir ist so das Video mit dem Humor, der Vortrag von ihr, irgendwann mal in meine Timeline gerutscht. Und das habe ich dann angeschaut oder besser gesagt verschlungen.
Und so habe ich dann irgendwie, habe ich dann mir mehrere Vorträge von ihr angeschaut und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, oh, sie hat auch was mit Lehre oder mit Lernen zu tun gehabt. Und da habe ich dann, bald da ich schon aktiv war damals, also schon einzelne Lektionen gegeben habe, habe ich mich dann ein bisschen tiefer reingestürzt. Und dann habe ich angefangen, mir einige Bücher zu holen. Ja, und da bin ich nicht so richtig warm geworden, weil ich halt standardmäßig jetzt nicht aus der Didaktik komme und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, wo gibt es denn noch Leute, die Kurse anbieten? Und so sind wir damals dann in Kontakt Ja, gekommen. schön. Aha, also auch über YouTube wahrscheinlich in dem Ja. Fall und dann irgendwo so um die Ecke Ja. dann zu uns. Wenn du jetzt, gut, du hast ja dann wahrscheinlich, war das auch dann in der Anfangszeit, in der du überhaupt dann als Dozentin gearbeitet hast, du hast ja gesagt, du hast ja vor schon einzelne als Dozentin gearbeitet, halt, bis du da noch mehr reingegangen bist. Was hat sich denn jetzt durch die Birkenbiel-Methode, durch das gehirngerechte Lernen bei dir verändert? Was konkret machst du anders wie früher? Ja, eigentlich keine Frontalvorlesung mehr. Also eigentlich hat sich's, also gut, es gibt in der Hochschuldidaktik ohnehin schon Tendenzen, dass man auch versucht, die Lehre ja zu revolutionieren oder moderner zu gestalten. Und ich habe das eigentlich mit aufgegriffen und habe das versucht, gleich von Anfang an oder als ich angefangen habe, meine Vorlesung aufzubauen, schon so geplant, okay, in 1, 2 Jahren willst du das Modul dorthin bringen und schon so vorbereitet. Also es gibt eigentlich die klassische Vorlesung im Sinne von Frontalvorlesung bei mir nicht. Das ist so ein Mix aus Theorievermittlung und Aktivitäten während der Vorlesungszeit. Also aktiv sein als Lernender und was für Aktivitäten, was müssen wir uns da darunter vorstellen? Hängt ein bisschen von der Klassengröße ab. Wenn es so Seminargröße ist, dann mache ich sehr viel, also mit den WQS-Quiz. Also die habe ich eigentlich fast, die habe ich fast immer drin, auch so Also in den Vorlesungen. Quizfragen, die man eben Am Anfang. bevor vielleicht eine Sequenz Frontalunterricht kommt, die man eben vorher stellt, bevor das, damit sie sich selber Gedanken machen können. Ja, möglichst skurrile Fragen auch, wo man dann die Augen in die Luft starren sieht, was sie dann überlegen, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ja, und mentale Liste habe ich mache ich gerne bei solchen Sachen. Also die sind sehr, also ich empfinde sie sehr gut. Muss ich natürlich bewusst sein an der Hochschule, da machen dann auch nicht immer alle mit, aber so Großteil macht schon mit. Bei Mentüle machst du das vor allem als Priming auch mit. Ja. Ja. Ja, am Anfang und dann am, genau. Also das mache ich eigentlich sehr gerne, mentale. Und was ich auch sehr gerne mache, ist dieses mit den Karten kategorisieren. Das ist für mich eines der besten Tools mit, die ich so im Hochschulbetrieb einsetzen kann. Und da habe ich jetzt auch mit dem Miro-Board, das habe ich inzwischen digitalisiert, funktioniert hervorragend. Also auch, das geht sogar auf Hörsaalgröße wunderbar inzwischen. Okay, also dann hast du die Karten dann auf dem Miro-Board und dann kategorisieren sie dort mit Hilfe des Genau, Tools. genau. Ich habe auch Bilder von dir gesehen. Ich weiß noch, an einem Online-Meeting, glaube ich, hast du das gezeigt. Da sitzen die Studenten wirklich am Tisch und schieben da die echten Genau. Karten rum. Das ist dann einfach zu einem Thema, sind da Begriffe drauf? Da müssen wir, also was könnte jetzt das Thema bei dir sein? Also ich mache es meistens so, ich habe erst das Thema, was ja von der Theorie vermittelt wird. Und ich nehme gerne Themen, wo dann so Zuordnungsprobleme in der Praxis passieren, also wo sie Analogien finden müssen. Und dann nehme ich aus der Praxis dann einfach Fälle her, baue auch absichtlich Sachen rein, wo häufig Probleme entstehen und das mache ich auf den Karten. Also zum Beispiel, also in der Technik gibt es oftmals die Frage, was ist ein Prozess, was ist kein Prozess? Das wird häufig vermischt. Und da mache ich dann zum Beispiel mal so 2 Kategorien und nehme da mal auch so typische Beispiele, wo ich weiß, in der Praxis gibt es auch oft Diskussionen und da fangen die dann auch untereinander an zu diskutieren. Und das Miro-Board, das kann man sich so vorstellen, im Grunde ist, dass man kann wie so kleine Tische machen. Ich mache dann je nach Klassengröße, bereite ich das vor und dann lasse ich sie immer in 2er-Trupps einfach durchzählen, dass jeder eine Tischnummer bekommt und habe dann vorne auf der Folie noch so ein Raster, wo sie sehen, okay, wo ist jetzt meine Nummer? Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also
klappt erstaunlich gut, da war ich überrascht. Muss ich sagen, ist sogar in großen Plenums, also wenn man die Zeit rechnet mit Karten ausgeben, Karten einsammeln bei 80 Leuten oder so, ist das sogar eine ganz gute Variante. Also man muss ja da meistens schon fast bereit liegen und ja, dann kann man nur noch nehmen. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ja. Wir mussten ja unseren Lehrgang auch die Module umbauen. Ich hatte vorher schon Online-Schulungen, aber halt jetzt noch vermehrter umbauen auf online und es geht erstaunlich viel. Das einzige, der direkte Kontakt, da merke ich jetzt schon große Unterschiede. Die Leute, die ich ganz live immer in den Modulen vor Ort hatte oder die, die online dabei waren. Also man hat schon nicht den gleichen Kontakt. Das fehlt das halt dann, gemeinsam Mittagessen gehen, in den Pausen noch zusammenstehen, Kaffee trinken und was diskutieren. Das merkt man schon und das wird ja wahrscheinlich ja ähnlich gehen, oder? Ja, der schwarze Kasten, der berühmte. Aber es gibt keine Ausrede, online geht es nicht gehirngerecht, sondern man kann es auch da, muss man einfach überlegen, welche Tools nehme ich da, damit ich dann eben doch Karten kategorisieren kann zum Beispiel. Also mich fasziniert immer, wir haben ja schon ab und zu mal gesprochen miteinander und ich habe immer wieder gefragt, ja, wie machst du denn das jetzt mit den Studenten? Ich finde das so toll auch an den Tools, dass man die eben von der Primarschule bis hoch in die Erwachsenenbildung, ins Studium eben auch anwenden kann. Also die Tools an und für sich sind ja sehr einfach. Du hast natürlich dann viel kompliziertere, könnte man jetzt sagen, Begriffe auf diesen Karten und ja, passt es halt dann dem Level an und ja. Ja, es ist auch insofern lustig, also es kommt ja, also es ist nach wie vor, das haben wir auch, das merken wir auch in der Hochschuldidaktik, kommt ja immer dieses Spielerische soll reinkommen, das heißt ja dann Gamification auf Neudeutsch. Damit aber ist ja nicht so nach Kuschelpädagogik tönt. Genau. Ja. Aber es ist eigentlich dasselbe. Bei dem Miro-Board gibt es auch so interessante Dynamiken. Der Nachteil ist ja da, ich kann nicht verhindern, dass sie auf so anderen Tischen spicken. Also sie können ja auf dem ganzen Board sich theoretisch bewegen. Ja. Das machen sie aber gar nicht. Also klar, sie machen so Späße, dann schiebt mal einer auf einem anderen Board ein paar Karten durcheinander und solche Sachen passieren da auch. Ist aber eher lustig, also ist jetzt kein Hindernis. Und sie fangen auch an, also ist jetzt schon zweimal passiert zu dem Thema, dann irgendwelche Sachen noch, man kann da zeichnen. Auf dem Board fangen die dann an, wenn sie fertig sind, vielleicht manche Gruppen sind ja ein bisschen schneller, dann werden sie kreativ. Das macht es mir dann auch immer leicht, ich nehme dann immer die kreativen Boards auch raus. Und das Schöne ist, man kann dann so ein Board ja auch hernehmen, einfach vorne an den, also mit PowerPoint oder also ja mit dem Bildschirm teilen, mit dem Beamer zeigen. Und dann kann man das wunderbar live diskutieren. Also bis jetzt hat das sogar, muss ich sagen, war fast heiterer als mit den klassischen Papierkarten in so einem großen Plenum. Mhm. In den kleinen Räumen ist das fast noch praktischer mit den klassischen Karten, weil das Haptische, das darf man, also das Board bildet das zwar ein bisschen ab, weil man da auch diese Sticky Notes so hin und her schieben kann, aber es ist halt noch was anderes, wenn die dann die Karten in die Hand nehmen können und überlegen und wo packe ich es hin und diskutieren. Ja. Und in einer Kleingruppe mache ich ja ab und zu auch in der Schule, da kann man ja auch mal schauen gehen, was haben jetzt die anderen im Gruppenraum zum Beispiel, was haben die gemacht, wie haben die kategorisiert und dann kann man auch wieder vergleichen. Aber beide Varianten, die Lernenden werden aktiv, sie müssen was verstanden haben und ja, werden es besser verstehen durch das Kategorisieren beispielsweise. Also wäre ja auch wieder inzidentales Lernen, also Lernen nebenbei dann doch auch. Wie viel wird da unter den Studenten ausgetauscht? Also wird da noch viel erklärt? Da könnten ja auch mal Begriffe auf den Karten stehen, die vielleicht, wo Sie sagen, was war das schon wieder? Wird da viel? Das mache ich eigentlich vorrangig gerne absichtlich auch. Also die hat es immer dabei. Also es hat Begriffe. Also man muss ja bedenken, das ist so vielleicht auch ein bisschen speziell für die Fachhochschule. Die sind sehr passiv, wenn Theorieeinheiten kommen. Die lassen sich eigentlich, wir sagen mal, beschallen, oder? Also sie schreiben auch nicht, also nicht die meisten schreiben auch nicht mit, so wie wir das vielleicht vom Studium noch kennen, dass man viel mitgeschrieben hat. Die haben halt die PowerPoint-Präsentation, dazu wird was erzählt. Ich habe die halt bewusst auch lückenhaft, dass sie eigentlich was aufschreiben müssten, aber sie machen es halt vielfach nicht. Und dann werden sie mit den Karten so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Und dann mache ich auch Begriffe bewusst drauf, die sie nicht kennen, wo sie dann loslegen müssen und recherchieren müssen oder der eine kennt es dann und fragen sie umher. Also ich, ich, mhm. ich,
ich ziele eigentlich gezielt auf den Austausch aus und auch, dass sie lernen, okay, ich habe jetzt eine Information nicht, wo kriege ich das her? Ja. Und da sie da wissen, dass das öfter kommen kann, passen sie auch, glaube ich, ein bisschen anders auf, als wenn das nicht gäbe, sagen wir es mal so. Was ich auch gemerkt habe, also du hast gerade noch gesagt, mit dem Zusammenkommen an einem Tisch, das mache ich eigentlich fast immer. Ich finde, das ist fast noch der wertvollste Teil mit. Also der eine Teil ist, wenn sie so untereinander das machen, aber fast wertvoller ist, wenn man es dann für alle abgleicht. Und was mir auch aufgefallen ist, es kommen viel tiefgründigere Fragen dann zum Thema, als wenn man nur banal eine Übungsaufgabe gemacht hätte und dann wenden sie das an oder so. Also sie sind viel, viel tiefer dann im Thema drin. Ist natürlich auch die Gefahr als Dozentin, dass da kommen öfter auch mal Fragen, wo ich dann auch nicht sofort was, also wo sie wirklich Analogien haben dann zur Praxis und ich dann auch überlegen muss, oh Moment mal, ist das jetzt bei dem Fall relevant oder nicht? Also da muss man dann auch ja, mutig sein und sagen, okay, Mut zur Lücke, ich muss dann selber mal nachschauen und reicht das dann nach? Oder, ja, ja, kann aber auch für einen Studenten sehr, ich finde, ja, angenehm sein, wenn auch mal eine Dozentin sagt, das weiß ich jetzt nicht, oder weiß ich nicht, das muss ich mir noch genauer überlegen, ich werde euch nächstes Mal dann berichten oder was auch immer. Ich finde, das erlebe ich im Kleinen ja auch in der Schule, ich weiß auch nicht auf alles eine Antwort. Und ich denke, je mehr man eben die Verantwortung die an die Lernenden auch abgibt, und das passiert ja fast automatisch, wenn sie so aktiv werden, dann gibt man ein Stück weit auch ein bisschen Macht ab, weil man sie ja nicht mehr ganz so vorhersagen kann und ganz so geleitet ist. Aber ich finde das auch das Spannende daran dann an der Arbeit. Ja, also mich stört das auch. Ich kann ja nicht alles wissen. Also ja, gerade ja, eben. Das ist auch mal eine schöne Einsicht für einen Studenten. Die Lehre ist auch noch im Lernprozess und man kann da voneinander auch lernen, wie man lernt, wie man überhaupt vorgehen kann. Ja. Mhm. Gibt es noch andere Birkenbill-Methoden, die du vielleicht ab und zu anwendest oder für dich selber auch benutzt? Also ab und zu, ich habe jetzt, wo wir wieder zurück sind, jetzt zur Präsenzlehre wieder angefangen mit den ABC-Listen. Das habe ich nicht so im Online-Setting gemacht. Also bei so größeren Gruppen habe ich nicht so die Kontrolle. Und man muss ja auch mal dran denken, an der Hochschule, die Leute sitzen nicht alle freiwillig. Also gut, sie sitzen schon theoretisch freiwillig dort, aber man hat immer das Gefühl, wenn man in der Vorlesung ist, sie sind da nicht so wirklich freiwillig da. Das ist was anderes, als wenn man jetzt so einen Kurs kommt, wie bei euch. Da bei der ABC-Liste, da bin ich immer noch ein bisschen am Experimentieren. Da habe ich noch nicht so das richtige Setting. Es ist so, die reißt einen schon stärker aus dem gewohnten, wie soll man sagen, Lernen raus. Also ABC-Liste ist ja etwas, was man ein paar Mal machen muss, damit man dann auch den Effekt merkt. Also gerade wenn man jetzt nicht so wohlwollend der Lehrveranstaltung gegenübersteht und sagt, ja, ich muss halt jetzt hier das Fach hören. Und da bin ich immer noch ein bisschen am Experimentieren, wie ich das einsetze. Ich kann dir vielleicht nachher noch einen Tipp geben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Tool heißt, aber ich habe es mir irgendwo notiert. Das hat Christina letztes Mal an einem Birkenbill Online-Meeting, da warst du eben, glaube ich, genau nicht dabei, du warst ja sonst immer dabei, hat sie das vorgestellt. Und da kann man, da könntest du jetzt am Bildschirm dann die ganze Gruppe, der ganze Saal Studenten, eine ABC-Liste und man sieht immer, wer Begriffe einschreibt. Ah, okay. Vielleicht wäre das was. Ja, so. Jeder hat dann auch eine andere Farbe und dann siehst du, ah, das steht schon da, ja, mir fällt jetzt noch das ein und dann Okay. So langsam die ABC-Liste. Ich könnte mir das vorstellen, ja, wenn du online bist, ja. Ja, ich benutze die auch, wenn vorrangig zum Priming. Das wäre genau das Richtige, eigentlich so immer den Stoff kurz, gibt es Fragen zum Thema, da nutze ich gerne immer so eine Priming-Methode, um sie ein bisschen wieder abzuholen. Ja. Sonst, was ich selber einsetze, ja, das ist so ein bisschen versteckt. Da steckt viel, was wir gelernt haben jetzt bei euch zum Thema, wie funktioniert Lernen. Das ist eigentlich meine ganze Unterrichtsvorbereitung, kann man so sagen. Mhm. Ich habe ja jetzt also an der Hochschule nennt man das Blended Learning oder E-Learning. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, aber vielfach ist dasselbe gemeint. Oder Flipped Classroom haben die einen vielleicht schon mal gehört. Das ist eigentlich so, man lagert den theoretischen Input aus der Vorlesung raus in das Selbststudium und man dreht eigentlich den Ablauf um. Also
Früher war das so, also früher heißt vor 20 Jahren. zu meiner Zeit war das ja so, man ist in die Vorlesung gegangen, da wurde die Theorie vermittelt, vorrangig an die Tafel geschrieben, man hat mitgeschrieben und dann ist man nach Hause gegangen und hat verschiedene Fachbücher gehabt, wo man es dann aufgearbeitet hat, Übungsaufgaben gelöst und so weiter. Und dieses Flipped Classroom-Modell kippt das auf den Kopf. Also das heißt, man macht die theoretischen Input zu Hause. Und ich nutze die modernen Technologien, ich mache so Lehrvideos. Also es geht mit PowerPoint auch recht einfach, dann also sowas zu erstellen. Das heißt, es gibt immer so kleine Videoeinheiten, die sind meistens so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, also auch nicht immer eine volle Vorlesungseinheit. Und sie kriegen von mir dazu ein kleines Aufgabenpaket. Also ich sage nicht nur, guckt euch das Video an, sondern ich nutze da eben diese Fragetechniken, weil ich weiß, so das Fragen aktiviert, macht also, ja, aktiviert das Gehirn, jetzt will ich danach gehen. Und das ist inzwischen auch sehr beliebt, diese Kombination mit diesen Arbeitspaketen. Und da müssen Sie das zu Hause durcharbeiten. Und da machen wir halt eine Vorlesung, die nenne ich auch nicht mehr Vorlesung, sondern Plenum. Das machen, glaube ich, viele auch im Moment in die Richtung. Und da machen wir halt Übungsaufgaben oder eben solche Anwendungen, wo ich dann eigentlich voraussetze, dass Sie das gemacht haben zu Hause. Das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Wenn Sie das nicht machen, sind Sie ein bisschen verloren. Und da habe ich aber inzwischen auch gemerkt, ich baue so kleine Tests ein während des Semesters, so alle 3 Wochen ungefähr, so 10 Minuten, Viertelstunde, da wo so ein paar Fragen kommen, die Sie beantworten müssen. Und wenn Sie die dann über das Semester regelmäßig machen und eine gewisse Punktzahl erreichen, kriegen Sie eine kleine Notengutschrift auf Ihre Prüfung. Und das ist genug Anreiz, damit Sie dranbleiben, weil sonst funktioniert das Konzept nicht. Ja. Und da habe ich eigentlich in dieses ganze Setting ist so eingebaut, wo, was, wie, an welchen Stellschrauben, das merken Sie selber, glaube ich, nicht, wenn Sie das durcharbeiten, damit es eben Spaß macht. Also ich habe vielfach jetzt schon die Rückmeldung bekommen, es macht so richtig Spaß, das Material durchzuarbeiten. Und das hört man ja eigentlich selten an der Hochschule. Ja, also du baust das Ganze gemäß zum Beispiel der Neuromechanismen auf, du weißt, was du tust, das ist Priming, da bereite ich sie vor, das ist jetzt ein Hauptteil, da genau. Werden da zum Beispiel Quizfragen aufgelöst und wahrscheinlich wirst du ja auch, du wirst ja auch mal beginnen mit den Studenten, also irgendwann mal Lernberg, ist es eher jetzt noch inzidental und wird dann intentional, also das nehme ich an, spielt dann in dem Fall mit rein, in deiner Vorbereitung und Planung auch, oder? Genau, genau. Ich habe auch teilweise Lektionen, wo ich so kleine Lehrtexte habe, weil die Fachbücher da zu kompliziert sind oder für Fachhochschulniveau in den Studiengängen, wo wir unterwegs sind, fehlt denen teilweise das Vorwissen. Da breche ich das dann runter auf so Skripte oder ich nenne die dann Lehrtexte, weil so richtig ein Skript ist das nicht über das gesamte Semester. Da baue ich dann auch so Sachen, wie wir hatten, weiche Formulierungen, solche Geschichten ein. Ja. Das ist gar nicht viel Arbeit, das kann man hier und da einfach an neuralgischen Punkten, wo man weiß, das müssen Sie jetzt wirklich verstanden haben, einbauen und da kommen dann auch regelmäßig Rückfragen dann in dem, wenn wir dann wieder zusammen sind. Da stand doch im Skript das stimmt doch gar nicht und dann geht die Diskussion sofort los und das ist dann genau das, was ich eigentlich bezwecken will. Also das ist eben was, wo ich sage, das merken die dann selber nicht. Aber ja, so kleine Stellschrauben, die man stellen kann. Ja, schön. Du hast aber schon gesagt vorher, die Studentinnen sagen, es macht Spaß. Ja, wie war die Reaktion so ganz am Anfang? Du hast mal begonnen, ich weiß noch, glaube ich, ganz am Anfang war schon auch ABC-Listen, Karten war, glaube ich, ziemlich zu Beginn. Wie war die Reaktion dann sonst so? Ja, ist es jetzt einfach, es macht Spaß oder war da zuerst vielleicht auch, was will die überhaupt von uns, was sollen wir denn da? Ja, die Reaktion ist eher, ich mache eigentlich so diese, was wir jetzt gerade gesagt haben, gerade so Mentally und ABC-Tools, das sind so die Sachen, wo ich sage, da muss man sie wirklich regelmäßiger haben und auch für längere, sagen, also 2 Lektionen pro Woche ist ein bisschen wenig dafür fast. Also weil dann hat man das gerade mal gemacht und dann ist schon wieder die Hälfte der Zeit oder ein großer Teil der Zeit vorbei. Und man muss sich bewusst sein, ich habe sie wirklich nur dann für 2 Lektionen die Woche und den Rest nicht, oder? Die anderen Dozenten, ich glaube, die wenigsten oder fast keiner macht das. Ja.
Und diese Sachen reißen, also das war ja auch meine eigene Erfahrung bei den Lehrgängen. Man muss es eine Weile gemacht haben und muss sich vor allen Dingen selber dabei beobachten, damit man den Effekt sieht. Und viele denken ja am Anfang, gerade bei ABC-Listen, ja, was ist das für blödes Zeug? Also, das mache ich doch jetzt nicht. Oder bei der Mentili-Liste muss man sich auch bewusst sein, an der Uni hat es immer die 10%, die schreiben da nichts auf. Also, Ja. die merken dann natürlich auch nicht den Effekt, wenn sie die am Ende der Vorlesung oder am Ende der Lerneinheit nochmal vornehmen, die Begriffe reinschreiben, was dann mit ihnen passiert oder dass sie da ganz anders aus der Vorlesung rausgehen, als wenn sie das jetzt nicht machen. Aber das ist so, da bin ich mir bewusst, dass es die hat, aber anders gesagt, die hat es sowieso immer, die sitzen auch sonst in der Vorlesung und lassen sich konsumieren das oder wie auch immer und das Wäre war's. schade, nur deswegen das nicht zu machen, wenn man den größten Teil dann trotzdem damit eben Genau. aktivieren kann, ja. Und jetzt bei den Online-Settings, da geht das natürlich schwieriger, gerade wenn man alleine ist als Dozentin. Dafür bräuchte ich, also ich bin fast der Meinung, man müsste fast zu zweit sein bei so großen Gruppen. Also es ist bei so 60 Leuten schwer, so die Settings überall durchzuziehen. Da ist eher so das didaktische Grundkonzept und die WQS-Fragen und ja, wie ich dann die Plenumsveranstaltung gestalte, das Zentrum. Aber da geht nicht mehr alles. Also es würde gehen, aber es frisst sehr, viel zu viel Zeit. Die habe ich dann also einfach vom Inhalt her nicht. Das ist leider so. Aber kleine Anekdote, als ich die Fächer übernommen habe, das sind so. Mir hat man gesagt im Vorstellungsgespräch, das sind so die unbeliebtesten Fächer im Studiengang. Also ich kenne es selber, ich musste die detaillierter auch hören, aber ich weiß, ich kann es einordnen. Aber inzwischen sind sie mit sie sagen meistens so nach 2 Semestern, da, das hätte nicht gedacht, dass das Thema mich so interessiert. Und das macht mir mit am meisten Spaß. Also das sind so viel Rückmeldungen, die ich höre. Und da muss ich sagen, dann ist ja schon gut, wenn ich das Thema so hinkriege, dass sie mehr, also das ist ja die Idee, oder? Dass man es so aufbereitet, dass sie nicht das Gefühl haben, ah, ich muss jetzt das und das Fach lernen, sondern ah, das ist interessant. Also so eher so rangehen. Sie müssen es zwar schon noch machen, ich denke, eine gewisse Verpflichtung ist trotzdem dabei, aber es ist nicht so, ach, jetzt wieder das Fach. Also die hat sicher auch, aber es ist nicht so die Mehrheit, was ich so an Rückmeldung. Ich habe auch im 5. Semester ein Wahlpflichtfach, wo ich die aus dem 4. Semester quasi beerbe und da schreiben sich immer sehr, sehr viele ein. Also das denke ich funktioniert, das Es Konzept. spricht sich auch rum, dass es bei dir anders läuft in dem Fall. Ja, also Sie merken es ja selber, Sie haben ja den direkten Vergleich. Also Sie haben ja auch, denke ich, die Vorlesungen, die nach wie vor klassisch laufen. Schwappt das jetzt ein bisschen über auf andere Dozenten, Dozentinnen? Weil bei mir, ich sehe ja, dass oft ist dann irgendwann nach einer Weile heißt es dann, ja, warum machen das die anderen Lehrer nicht auch so? Ist das bei dir auch ähnlich, oder? Es gibt einen Kreis und Kollegium, die sind sehr am Austausch interessiert. Man muss sich bewusst sein, bei vielen, es hängt immer auch davon ab, wie ist man familiär eingebunden, es ist rechter Aufwand. Viele nehmen sich das vor und fangen dann in so kleinen Stücken an. Ich merke aber bei vielen, also es gibt viele, die machen da mit oder die machen jetzt nicht genau dasselbe, aber lassen sich inspirieren und fangen dann an, Teile bei sich einzulegen. Aber viele auch nicht. Wobei ich denke, das ist auch rausreißen aus der Komfortzone. Ich habe ja meine Vorlesung und Man müsste also. sie ja umbauen dann, genau. Ja. Aber schön, wenn es die Lernenden, die Studentinnen und Studenten eben merken und die werden es vielleicht ja dann später in ihrem Umfeld auch anders machen. Da sind wir ja dann immer auch die, die es vorleben und ja, also mir macht das Lehren genauso Spaß wie das Lernen. Ich finde es immer noch Ja, ganz, ganz genau. spannend und wenn ich dir so zuhöre, stelle ich mir das ebenso vor. Willst du wieder zurück in den Anlagebau? Im Moment nicht, nein. Also ich kann nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Also man muss ja ein bisschen drin bleiben, weil das, was ich an Lehrmittel oder an Lehrstoff vermittle, das ist ja schon aus dem Bereich auch. So ganz kommt man dadurch nie raus, aber natürlich jetzt nicht selber direkt mehr im Ingenieurbüro tätig. Ich weiß es nicht, Mann. Ich lasse mich überraschen, was so die Zukunft bringt. Nein, geplant habe ich es im Moment nicht. Also mir macht die Didaktik nach wie vor sehr viel Spaß. Schön. Also.
Ja, ich denke, das war jetzt so schön die Abrundung des Ganzen. Aber ich frage dich jetzt trotzdem mal, gäbe es noch eine Frage, die du gerne beantwortet hättest, die ich aber nicht gestellt habe? Nein, ich glaube, aber das ist, glaube ich, eher dadurch, dass wir uns ja regelmäßig sowieso sehen, da sind ja die meisten Fragen, tauschen wir ja regelmäßig aus. Ja. Ich denke, soweit es. Oder was du noch einfach sagen möchtest, so zum Abschluss? Was ich sagen möchte, ja, also ein Tipp an alle, die überlegen, vielleicht auch an der Hochschule. Ich weiß, die Rahmenbedingungen an der Hochschule sind ganz anders als an der Schule. An der Schule hat man es da viel bequemer, um es ein bisschen, nicht ein bisschen aufzuziehen, Karin. Aber ich würde sagen, Mut einfach machen. Ich mache so, ich sage immer, Revolution von unten. Also man hat sehr viel, man bekommt sehr viel Steine von oben. Ich habe es inzwischen auch aufgegeben, auf den obersten Ebenen irgendwie die Leute zu überzeugen, man müsste am Stundenplan drehen und man müsste das machen, sondern einfach machen. Und die Studenten, das ist so, wie du sagst, Karin, das spricht sich rum. Man kriegt auch sehr gute Bewertungen als Dozent und dann kommen die von alleine mit Fragen auf einen zu und dann kommt das so schleichend, peu à peu, macht man es quasi von der Basis her und dann spricht sich auch rum. Und gerade auch, wenn man Wahlpflichtfächer hat, man merkt das ja dann, wo sich die Leute einschreiben. Einfach Mut machen und ausprobieren und auch keine Angst haben davor, dass das eine oder andere mal in die Hose geht. Das ist mir auch so gegangen oder geht mir immer noch so. Als Tipp, erklärt den Studenten, warum ihr was macht, was ihr damit bezweckt und immer Feedback einholen. Also das habe ich gelernt, das Beste, die besten Ideen kommen auch von den Studenten mit, also mit den Studenten eigentlich das Setting selber gemeinsam entwickeln. Da muss ja auch jeder seinen eigenen Stil finden. Das ist so das Beste, was ich sagen kann. Trauen und machen. Schön. So der Tipp. Wunderbares Schlusswort. Wir bleiben in Kontakt und Austausch mit unseren Lernenden und wir natürlich auch. Wir sehen uns ja schon bald wieder im Online-Meeting. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und ja, auf ein anderes Mal. Danke. Ja, danke auch, Karin.